herzlich willkommen damit, liebe Leute, zu einem neuen Let's Play Projekt auf meinem YouTube-Channel Game Accounts. Ich bin David und wir zocken zusammen New Super Mario Bros. U Deluxe. New Super Mario Bros. U ist ursprünglich 2012. Zusammen mit der Viewer-Szenen. Das muss ich mal geben, wie alt das Spiel ist eigentlich. Das ist das Original. Und nun ist heute am 11.01.2019 der Deluxe-Teil davon erschienen, quasi der direkte Port von der Wii U, der aber noch ein paar Neuerungen mit reinbringt, die es jetzt im Originalspiel nicht gab. Und wir werden das Spiel eben spielen und uns das genau anschauen und das volle Programm eben. Wir drücken L und R und machen einen neuen Modus. Es ist übrigens nicht nur New Super Mario Bros. U, sondern auch New Super Luigi U ist dabei. Werden wir uns auch irgendwann mal anschauen, aber der Modus ist halt schon sehr hart. Ich habe bei der New Super Mario Bros. U mal Split gehabt, also nicht Split, sondern ein, ich sag's mal, Speedrun, obwohl ich den eigentlich gerne erstmal gedächtnis lassen wollte, weil dieser Speedrun irgendwie am Ende des Tages kein Speedrun war und irgendwie fast ein 12-Stunden-Stream draus wurde. Nette Geschichte, ist jetzt unrelevant, denn wir fangen jetzt an mit der ersten Spieldatei. Es sind ein Spieler. Und ja, es gibt Charaktere, Oldschool natürlich, Mario, Luigi, Toad. Und dann haben wir noch zwei neue, nämlich Toadette und Mopsy. Toadette ist leicht und die kann es zu sogenannten P-Set umwandeln und kann dann fliegen. Und bei Mopsy ist das so, der kann nicht getötet werden von Gegnern. Also der kann nur als der, mit dem er irgendwo runterfällt oder so, also das ist der Noob-Modus. Ich habe jetzt die Wahl zwischen Opsi und Toadette, weil ich bin in diesem Spiel ein Noob. Ich fange aber an mit Toadette, weil man kann die Spielerwahl, glaube ich, noch ändern. Und werde bei Leveln, wo es jetzt sagt, nee, die fallen mir schwer, die geht gar nicht. Oder die gehen gar nicht. Bei denen werde ich so Mopsy wechseln. Ansonsten wie es das meiste als Toadette zu meistern. Fangen wir an mit Toadette. Beziehungsweise nein, das erste Level fangen wir mal an mit Mario, ganz oldschool, bei den ersten Part. Und dann gehen wir rüber zu Toadette und dann irgendwann halt mal zu Mopsy. So zumindest beim Plan. Schauen wir uns mal das Intro an. Das war eins von damaligen neuen Items. Dieses Tanuki-Item. Oder Erdhörnchen ist es da. Gibt es auch ein SDT, die Fieser. Ja, ist ja hier Notstand. Mal wieder, Peach muss gerettet werden, weil Peach in den Klingen von Bowser ist. Und ja, sind wir gespannt. Ne, dieses Spiel hat schon einiges an Aufruhr besorgt. Oder für Aufruhr gesorgt auf Twitter. Hype ausgelöst, ich sag nur Bowsette. Werden wir ein anderes Mal genau drüber sprechen, was es geht. Nur das fiel mir gerade irgendwie wieder ein, wo ich hier Bowser gesehen habe und Peach gesehen habe. Ja. In Eisenhain geht's aber los mit Level 1-1, Overtüre im Eisenhain. Ja, Erinnerungen sind doch ein bisschen da zum Teil von der Viewversion, aber nicht mal jetzt allzu krass, ne, wisst Bescheid. Generell gilt, ich bringe 2 bis 3 Parte am Tag, je nachdem, wie es das anbietet. Muss man mal sehen, aber 2 Parte kommen auf jeden Fall täglich. Ne, wisst Bescheid. Ich werde es nicht 100% machen, sage ich es mal gleich, weil dazu bin ich zu dumm und da finde ich eh nicht alles. Ich hau aber, dass möglichst viele Starcoins einsammeln, einfach weil man die schlicht hinweg später brauchen wird.
und dann mehr mal schauen, wie sich das einfach anbietet. So, ich kann mal glaube ich rein, oder? Ganz genau. Ja, wunderbar. Also ich kann mich nicht mal an das ganze Spiel erinnern. Ich kann mich nur an Teile erinnern, jetzt so an die Anfangslevel natürlich, weil die sind ja auch einfach. Aber dann hört es auch schon wieder auf irgendwann hier. Also muss man sehen, wie es dann wird. Aber ich glaube, das wird ganz lustig, das Spiel, keine Frage. Ich habe auch zuerst überlegt, damit machst du vielleicht auch Livestream, und dachte ich mir, komm, du kannst halt alle Projekte als Livestream machen. Und ich wollte ja als Livestream vor allem Community-Projekte machen. That's why. That's no Livestream-Projekt. Ja, leider ist es so, man kann nur, hat nur ein Item. Nicht wie zum Beispiel bei 2D World oder Land, dass man es, also 2D Land oder World, dass man das da noch Item ausstocken kann. Das geht leider nicht. Upsala, ging's ja runter, hier war ja was. Aber irgendwo hier gab es auch noch die, gab es auch noch eine dritte Münze. Ah, shit, ich wollte eigentlich so runterrutschen. Keine Ahnung, was das nicht funktioniert hat. Aber hier gibt es wieder gleich Items am Nachschub. Bleib hier. Danke. Im ersten Part zu fällen wäre nicht das Tollste auf der Welt, sage ich mal. Ah, das ist ärgerlich. Was? Als ob ich sie einem anderen könnte verpacken. Komm, Scheiße. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist die dritte Dings-Coin? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, die gab es hier irgendwo. Vielleicht muss man hier hoch. Ja, der Baum müsste irgendwie hoch. Ah. Mit R kann man so einen Zug geben. Auch sehr interessant. Jetzt hat. Ja, mit R gibt man eben so einen Zug. Damit kann man dann weiter nach oben fliegen, sozusagen. Hier muss man gut schauen, wann man das Item einnutzt und wenn man sich dann Zug gibt, weil man wieder nicht mit den anderen Erdtonsen zusammenkrachen, so wie ist es jetzt. Alles klar. Da seht ihr mal, dass meine Loop-Skills sogar so und so nach Scheiße hier anfangen. Digga, ich bringe jetzt einfach so hardcore nach unten auf, dass ich nichts getroffen werde. Weil ich will hier scheiß Münze haben. Gut. So geht's auch. Ist halt vielleicht nicht das Geschickteste und das Angenehmste und das Schönste. Aber was soll's. Boah, Digga. Etwa was sieben ist die hier. Das ist also mein ersten Tote gehabt in dem ersten Level. Das war nicht sehr dolle gewesen. Und das war auch nicht toll. Der, ich muss auch erst halt da reinkommen hier in dieses, mal Prosting, aber es spielt sich mit dem Controller hier, also mit dem Spiel auf dem Pro-Controller hier so mal viel angenehmer als noch auf den fetten Wii-Fernbedienungen da irgendwie, wo man da, also das ist das letzte Mal von meinen Skills, die ihr könnt es sehen, nicht toll sind. Ja, also das wird lustig, Leute, ich prophezei es jetzt schon mal, ich predikte es jetzt schon. Und anfangs geben dann letztensweise Items und hier kommen wir ja so ein bekanntes in die Untergrundwelt, weil die Röhre einen da runterführt. Also an den Teil erinnert mich tatsächlich noch ein bisschen von der View dran. Habe ich da gespielt, ich verlinke euch diesen Speedrun mal in der Videobeschreibung, wenn ich dran denke. Auf jeden Fall sehr sehenswert. Und ich wollte dazu immer ein Let's Play machen und dachte, hey, wenn jetzt der Nachfolger erscheint, eignet, ist das eigentlich perfekt. Für ein Let's Play. Und deshalb mache ich es eben auch. Aber ich wollte wirklich ein Let's Play draus machen und irgendwie wieder so ein Let's Race oder so.
Aber hier hört es wieder auf, meine Ahnung von wegen, wo irgendwelche Coins sind. Also, I am sorry, falls ich da, wie gesagt, die ein oder anderes auslassen sollte. Das ist auch locker ein gutes Jahr nicht mehr gespielt. Da wann war dieser Speedrun? Der hat auch ja mein Kollege gespielt. Deshalb erinnere ich mich dann noch an vereinzelte Sachen. Hab's halt damals mal auf der Wii U durchgespielt, aber halt nie Let's Played. Hab mir aber schon lange vorgenommen, weil es trotzdem ein tolles Spiel ist, das auch mal so Let's Playen. Und jetzt passiert es eben. So. Weil da wäre auch null Ahnung. Ach, das ist die erste. Gut. Habe ich keine verpasst. Keine Ahnung, wie lange dieses LP gehen wird. Es wird sich zeigen. Oh Gott. Nee, das ist mir so kritisch, dass ich hier alleine noch runterfall. Das ist mein Nosehawk. Gut, gut. So weit, so gut. Eines ist dieses... Also eines sind die zwei, das war die Mario und das ist cool. Ich glaube, es lange kein neues, mehr abgesehen immer von Mario Maker. Mit, weil wir auch bald mal jetzt blät. Komm, jetzt das hier. Ach, da ist auch noch eine. Wüsste ich jetzt nicht. Die habe ich halt einfach null gesehen von meinem Platz, wo es gerade saß, aber okay. Was soll's. Genauso wenig habe ich jetzt Ahnung, wo die anderen Starcoins sind. Hm. Ich weiß es echt nicht mehr. Naja, werden wir es hauen. Fällt mir am nächsten Level wieder mehr. Und das muss auch nochmal üben, das da oben auf die Fahne zu bringen. Ihr seht es, ich bin in so 2D-Jump-Runs bin ich nicht wirklich gut. Das wisst ihr. Zumindest, wenn ihr nicht gerade neu seid. Wenn ihr neu seid, hi. Nicht aufgeben. Ich weiß, was ich tue. So, tausend Dank für deine Hilfe. Hier, Krasu. Danke, es hat zwar noch eine an, aber... Ja, weil noch die Freunde zur Bedis gesenkt, ne? So. Anders haben wir noch jetzt mal... Ich will mal nämlich mal probieren, ob ich nicht Charakter wechseln kann. So ganz theoretisch. Und was ist hier los? Oh, gegnerische Flaggen draußen tauchen auf. Kritisch, hier geht's ganz um die Sache. Ah, man kann doch ein Inventar haben. Habe es Mana zählt. Sorry. Habe es davon erst Mana zählt. Hat es anders in Erinnerung. So, wenn wir jetzt mal ins Menü gehen, kommen wir zum Beispiel eben auch hier so der 1000 und ich glaube, wir können sogar auch. Und ich will das jetzt in ein paar mal ausprobieren. Nämlich so Bobsy. Ich will jetzt mal schauen, ob das jetzt wirklich funktioniert, dass man sich nicht treffen lässt. Ich will es jetzt mal im Level ausprobieren. Auch wenn das wirklich so Kindergarten ist. Okay, hier ist einfach der Trick, schauen, wo Bowser sich versteckt und nicht den Bowser-Block nehmen. Ist in der... Hier in der ersten Welt eigentlich noch sehr einfach. Genau. Wunderbar, und damit gleich zwei Items, die mir... reingesteckt werden. Ist, wie gesagt, hier noch einfach, aber irgendwann ist dann kompliziert. Mobs ist übrigens ursprünglich ein böser Charakter tatsächlich. Wenn man den jetzt gerade spielt, wird er als Gegner an dem Spieler noch assigned, glaube ich. Zumindest war es in der Wii U-Version, so wenn es alles täuscht. Und in dem ersten kleinen Mini-Castle, schauen wir doch mal, ob Mobs jetzt wirklich so immun gegen Gegner ist. Nochmal, ich will nicht oft mit Mobs spielen, weil das ist so wie dieser, das war, hat mir damals so nie Angst bereitet. Ich glaube, dafür gibt es einen Superassistenten, nicht, wenn es alles toll ist, weil, dieser Mopse hier, der ist halt so wie dieser, ja, kommt doch zum Item hier, der ist so wie, wie heißt denn der Kack? Was ist das hier? Ist das so
geguckt, um da hochzukommen. Da oben gibt es die erste Münze. Wollen wir uns erstmal die erste Starcoin. Machen wir nächste Runde. Weil ich glaube, dafür haben wir hier sogar einen falschen. Ich weiß gar nicht, ob der Mops überhaupt so hochspringen kann. Auch wenn er es wollen würde. Also der ist halt ungefähr so zu vergleichen, wie dieser weiße Anzug da den Mario bekommt. Und wieso. Was ist denn das hier? Hä? Wieso kann Mopsy Darts nicht hoch. Was ist denn das hier? Aber man kann es sogar in-game ändern, das ist cool. Nee. Das ist ja behindert, als ob man mit Mopsy das nicht hochspringen kann. Doch, kann man sogar, aber es nutzt nichts. Gut, Mopsy ist ja eh quasi unbesiegbar. So, aber hier. Gut. Wunderbar. Er ist Starcoin gecrapped und so lala. Wie gesagt, ich habe die meisten Level mit Mario so meistens, wenn es dann nicht geht, mit dieser Toadette, die irgendwie so pizzert wird. Wenn Alex nicht hilft, dann eben hier mit den Mopsy, aber ich wollte also halt das eben mal zeigen, dieses Feature. Einfach weil es ein neues Feature ist, sollte man das vielleicht in einem Let's Play einfach mal vorgestellt haben. Das mache ich hiermit. Auch wenn ich so gesehen noch öfter dieses Feature benutzen werde, aber so ist es halt. Ist halt Baby Mode, ist halt so wie dieses weiße Item, dafür kann man hier die ganze Zeit auswählen. Ist benutzerfreundlich. Aber wie gesagt, ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit spielen, weil das wäre mehr als irgendwie nur lame. Behaupte ich jetzt zumindest mal. Was war denn das eigentlich gerade hier? Ein bisschen dumm. Man muss die ganze Zeit um Richtung mehr draufspringen, dann geht das auch. Es hat noch berührt. War ich jetzt ganz genau in der Sekunde. Ich hab so Pest mit den Dingern. Genau in der Sekunde, wo ich die Scheiße berührt habe, war ich dann auf einmal weg. Oder wie hier ist er. Ich fange jetzt noch nicht an mit Betrug in der ersten Welt. Das wäre ja sehr witzig. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf dieses Spiel. Weil ich das, wie gesagt, an sich eigentlich sehr gern mag. Ich mag Mario 2D Jump Runs, auch wenn ich Slash drin bin. Ich mag sie und das ist die Hauptsache. Wird weiterhin ein lustiges, tolles Let's Play. Keine Frage, das ist klar. Finde es auch gut, dass für die, die halt wirklich Probleme haben in diesen Jump'n'Runs, sehr einfach so Mopsy eben jederzeit wechseln können. Ist sozial eben für die. Aber das weiß ich nicht, das will ich eben testen. Da habe ich hier so ein Level genommen, wo glaube ich auch so ein Mini-Boss kommt tatsächlich. Will nämlich schauen, ob die auch gegen diese Mini-Bosse immun sind. Oder ob der jetzt hier eins auf die Klöten bekommt. Das weiß ich nämlich nicht. Deshalb habe ich den bewusst auch erst in den Level hier eingesetzt. Als Haumeste. Ob der Boss jetzt hier irgendwas tut oder nicht. Weil ja, wenn die Boss-Level ja auch sehr einfach. Okay, also hier tun die eben auch was. Oder? Ich weiß es nicht. Ich müsste gegen auch immun sein. Nee, er ist immun. Er schreit zwar rum, aber ich glaube, er verreckt nicht. Weil die Bosse sind ehemals total einfach. Aber ich glaube, er ist immun. Das ist jetzt das erste, was ich hier so gesehen habe. Also gehen wir auch mal davon aus, dass es ist. Und übrigens, ich habe Cappy auf hier. Einfach, weil ich dachte, im Mario-Projekt, da passt auch was Mario-artiges. Und Cappy, auch wenn das jetzt nicht zu dem Spiel gehört, passt an diesem Mario. Deshalb habe ich jetzt, by the way, Cappy aufgesetzt, ne? Misty Beside hat einfach wirklich damit was zu tun. Genau. So, und ja, ne, das war's mit dem Part. Der nächste Part wird ein bisschen länger. Dann geht's weiter. Wie gesagt, heute am Release-Datum kommen happige 3 Parte. Konntest du euch darauf freuen? Ich werde noch überlegen, wie ich es weitermache mit welchen Charakteren. Das sehe ich dann so. Aber jetzt bedanke ich mich soweit beim Zuschauen von dem ersten Part. Macht's gut, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Und ciao!